Hallo Freunde, mein Name ist Famulous. Im vorherigen Video habe ich das Thema Kreatin angesprochen. Da ihr nun über Kreatin Bescheid wisst, möchte ich persönlich als Typ 1 Diabetiker unbedingt ansprechen, was man bei der Kreatinsupplementierung als Diabetiker beachten sollte. Das folgende Video richtet sich vor allem an Typ 1 Diabetiker, aber auch an Personen mit Typ 2 Diabetes oder anderen seltenen Diabetesformen, sofern die Therapie insulinabhängig verläuft. Insulin ist ein Stoffwechselhormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Es sorgt für eine Glukoseaufnahme in den Körperzellen, vor allem in den Muskelzellen. Hierbei dient Glukose als Energielieferant. Schematisch vereinfacht dockt das Insulin an einen Insulinrezeptor an. Dadurch ermöglicht das Insulin, dass die Glukose von der Muskelzelle aufgenommen wird. Typ 1 Diabetiker produzieren kein körpereigenes Insulin, da die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse vom Immunsystem zerstört worden sind. Um zu überleben, müssen sich Typ 1 Diabetiker Insulin mit Hilfe von Spritzen oder sogenannten Pens injizieren. Aber warum kann eine Einnahme von Kreatin gefährlich werden? Wie ihr aus dem Kreatin-Video wisst, gelangt Kreatin vor allem in die Muskelzellen und hat Auswirkungen auf den Muskelglykogenspeicher. Logischerweise gelangt somit mehr Glukose aus der Blutbahn in die Muskulatur. Was für den Kraftsportler zu einem fettfreien Muskelzuwachs führt, hat für den Diabetiker eine Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung, zur Folge. Ebenfalls plausibel ist, dass sich die Intensität der Glukoseaufnahme nach der Größe des Muskelglykogens richtet. Das heißt, dass eine Person mit sehr viel Muskelmasse wahrscheinlich stärker unterzuckert als der Nachbar um die Ecke. Um diesem Problem vorzubeugen, teile ich euch meine Erfahrungen mit, wobei ich zu diesem Zeitpunkt schon circa ein Jahr lang Trainingserfahrung hatte. Meine Therapie ist die intensivierte, konventionelle Insulintherapie oder auch einfach ICT. Ich begann damals mit einer morgendlichen Dosis von 5 Gramm Kreatin am Tag, die ich auch konstant beibehielt. Mein Basalinsulin, also das verzögert und lang wirkende Insulin, musste ich morgens und spätabends auf die Hälfte reduzieren. Beim Bolusinsulin, das schnell und kurz wirkende Insulin, musste ich allerdings den Faktor für die Mahlzeiten nur teils verringern, was mit der Reduzierung des Basalinsulins korrelierte. Das war aber noch nicht alles, denn es gibt ein weiteres Hindernis. Schlecht eingestellte Diabetiker jeglicher Form leiden früher oder später an Nierenschäden. Das Abbauprodukt Kreatinin wird nun mal über die Nieren ausgeschieden. Bei Nierenschäden oder Insuffizienz sollte deswegen jede Form von Kreatinbeigabe vermieden werden, da man dadurch den Kreatininwert erhöht und die Niere zusätzlich belastet. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr erfahren wollt, wie Glukose zu Energie wird, dann schaut euch einfach das nächste Video an. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.